Ja, hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit gleich zwei nützlichen oder zumindest interessanten Erweiterungen für den Google Chrome Browser. Vor allem aber für Chrome-Benutzer, die gerne mit viele, viele Tabs auf einmal arbeiten müssen oder wollen, denke ich, dass ja die beiden Extension, die beiden Erweiterungen hier schon nützlich sein können. Genau, das eine heißt hier Clean Monitor, beziehungsweise andersrum, Monitor and Clean, sieht hier so aus. Ich habe es schon installiert und das hilft uns hier einfach. Also zum einen die Ressourcen, die von den Chrome-Browser und den ganzen Tabs hier gerade verbraucht werden, im Blick ständig zu behalten hier. Ja, Show RAM Usage hier einmal. Wir können das hier, zack, auf CPU umschalten und schon wird uns hier die CPU Usage hier im Prozent angezeigt. Ich lasse das jetzt mal auf RAM hier. Und genau, hier haben wir nochmal die einzelnen CPU-Kerne, in meinem Fall 8, ja, das kann man sich nochmal hier einzelne ansehen, ja, schön übersichtlich hier. Ja, also zum einen zum Monitor, wie der Name schon sagt, die Ressourcen im Blick zu behalten und zum anderen haben wir hier noch die Möglichkeit Free Up RAM, ja, and CPU Usage. Wir können hier mit Ressourcen sparen ganz viel, ja. Wenn ich jetzt auf Clear drücke, dann werden wir sehen, beziehungsweise wenn ich jetzt auf Clear drücke, ich mache das jetzt mal Klick, dann geht es ein bisschen runter. Ich habe jetzt nicht so viele Tabs auf jetzt, aber okay, wir sehen, es ist ein bisschen 1% runtergegangen. Was jetzt passiert ist, dass einfach die ganzen Tabs hier, die im Hintergrund offen sind, einfach eingefroren wurden, ja. Wenn wir jetzt darauf gehen, wieder werden diese neu geladen, beziehungsweise wir können das vielleicht übersichtlicher machen. Und zwar, ich starte mir mal hier Task Manager hier, Google Chrome Task Manager, ja. Mit Shift und Escape geht das, wer das noch nicht kennt, vielleicht. Und hier haben wir einmal, ich versuche mal nach Tabs hier zu sortieren. Genau, da sind jetzt die ganzen Tabs, ja, die einzelnen, die im Hintergrund sind. Und hier kann man nochmal Speicherbedarf. Hier kann man sich die einzelnen Tabs nochmal ansehen, was jede einzelne verbraucht. Hier, Tab, 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 ja, taka, 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 hier. Und wenn ich jetzt hier, ja, die ganzen, die im Hintergrund sind, die verbrauchen jetzt hier so und so viel. Hier, der Speicherbedarf und so weiter. Da, die Zeilen kann man hier anpassen, aber gut, das reicht uns jetzt erstmal hier für unseren Fall. Und ich drücke jetzt mal hier auf Clear. Ja, wir sehen hier, die Farben ist grün, gelb, rot. Selbsterklärend, denke ich. Ich mache jetzt Clear und schon sehen wir, dass hier die ganzen Tabs weg sind. Ja, also die Ressourcen wurden jetzt freigegeben. Und zwar haben wir jetzt nur das eine hier, was gerade im Vordergrund ist. Wenn ich jetzt mir einen anderen hier aufrufe, keine Ahnung, zack, dann wird das jetzt ja neu geladen und schon hier ist das ja und verbraucht wieder hier Ressourcen. Hier kann man sehen, wie viel genau. Genau, das ist das eine hier. Die eine Erweiterung, die können wir einfach in den Chrome Store installieren. Ich denke, oder ich kann das auch noch mal schnell zeigen. Also Einstellungen hier, Menü, Einstellungen, Erweiterungen und hier Erweiterungen des Menü. Unten haben wir Chrome Web Store öffnen und hier, ja, suchen wir noch mal nach Monitor and Clean hier. Und schon ist das hier die erste Erweiterung, die uns hier angezeigt ist, wird. Monitor and Clean System CPU RAM Usage. Bei mir steht jetzt hier bewerten, weil es schon installiert ist.
Ich kann es auch noch mal schnell entfernen hier, zack, und schon steht hier hinzufügen. Einfach draufklicken, Erweiterung hinzufügen und schon ist da. Das war's schon, ja. Das geht ratzfratz hier. Und genau, schon haben wir jetzt hier die Möglichkeit, zum einen die Ressourcen, wie gesagt, im Blick zu behalten und zum anderen diese zu sparen, die Ressourcen, ja, für die Tabs, die wir nicht schließen wollen, aber im Hintergrund keine ja, Ressourcen verbrauchen sollen und gibt diese frei. Ich schließe jetzt mal den Task Manager hier für Google Chrome. Das brauchen wir jetzt, denke ich, nicht mehr. Und genau, das ist das eine. Und das andere, oder ja, die andere Erweiterung, die ich jetzt euch noch schnell zeigen will, ist, vielleicht haben wir sogar zu wenig Tabs hier offen dafür. Ich mache mal irgendwas, aber gut. Es geht ja erstmal ums Prinzip hier. Genau, das heißt too many tabs, ja, und das sieht hier so aus. Ich habe es auch schon installiert. Und hier geht es darum, wenn wir ganz, ganz viele Tabs hier aufhaben, weiß ich nicht, 20, 30 vielleicht oder noch mehr. Ja, das gibt es auch auf jeden Fall. Und wir können vielleicht manchmal auch den Titel hier nicht mehr sehen oder gar nichts. Beziehungsweise wir müssen immer wieder suchen, das richtige Tab, was wir gerade brauchen, wenn wir immer hin und her vielleicht switchen. Haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir draufklicken, schön geordnet hier, so schön übersichtlich. Man sieht hier den Namen, Icon und so weiter. Man sieht auch, wo man gerade ist, also welche Tab gerade im Vordergrund ist. Zack. Zack. Ja, hier kann man auch suchen in diesem Suchfeld nach irgendein Tab suchen. Ja, hier YouTube meinetwegen und schon draufklicken. Oh, das wird direkt aufgerufen im Vordergrund. Also das kann auf jeden Fall die Arbeit erleichtern. In dem Fall hier können wir nochmal ja, die Farben ändern und so ein bisschen schickimicki halt. Genau, ein paar Optionen gibt es hier noch. Hier, wenn wir mit der rechten Maustaste Optionen hier Farbe, Breite, Enge und so weiter, ziemlich übersichtlich. Da sind es die Default-Versionen hier. Und ja, hier nochmal die Tabs. Das können wir, das nennt sich Many. Too many tabs, wie gesagt. Und das wollte ich jetzt euch auch nochmal zeigen. Ich denke schon, dass es nützlich ist. Hier haben wir nochmal die Pfeile. Abgelegte Tabs habe ich jetzt keine, aber hier ist nochmal die. Ja, unser Verlauf haben wir hier nochmal schön übersichtlich. Beziehungsweise in meinem Fall hier sind die Tabs hier. Okay. Ja, ich. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Das ist im Prinzip alles, was ich euch zeigen wollte. Ich finde das nützlich, wenn wir da mit mehr Tabs arbeiten, wie gesagt, und wollte das weitergeben. Ich denke schon, dass es den einen oder anderen weiterhelfen wird. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.